So, und damit herzlich willkommen zu einem erweiterten Tutorial-Video hier auf diesem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr diesen coolen Grabstein ganz einfach in eurer Minecraft-Welt bauen könnt. Vorab, wenn euch das Video gefällt, würde mich todesfreuen über ein Like oder vielleicht auch ein Abo. Letztes Mal haben wir diese coole Lasertür hier gebaut. Wenn ihr das nicht gesehen habt, dann checkt doch unbedingt mal das Video aus, war ein meiner Meinung nach ziemlich cooles Design-Feature. Aber heute geht es um diesen Grabstein, wie ihr den ganz einfach nachbauen könnt. Mit dem Dia-Helm. Wie gesagt, Design-Idees, das ist komplett euch überlassen. Ich habe es so gemacht mit dem Dia-Helm. Ich habe auch noch zusätzlich diese kleine Blume hier hinzugefügt. Aber das ist, wie gesagt, komplett euch überlassen, was ihr da macht. Ich würde sagen, wir fangen jetzt auch mit dem Video an. Ja, mit dem Grabstein. Das Video hat ja schon begonnen. Ihr braucht nicht viel. Das ist alles, was ihr braucht. Mehr oder weniger, kommt drauf an, wie ihr das designen wollt. Ich habe jetzt so die Items aufgezählt, die ihr alle braucht. Das einmal Seelensand, Rüstungsständer, Hebel, Kolben, eine Blume eurer Wahl. Ich habe jetzt Sternlock genommen. Gras, Block und Erde. Ach ja, und eine steinzige Stufe. So, wir fangen jetzt auch mal ganz... Wir fangen jetzt einfach ganz konkret an. Das erste, was ihr machen müsst, ist erstmal ein zwei tiefes Loch bauen mit Seelensand drin. Das sieht dann so aus. Und... wichtig, es muss Seelensand sein. Es darf keine Slab sein, es darf nicht sonst was sein, es muss Seelensand sein. Das ist der einzige Block, mit dem das funktioniert. Bei den anderen guckt dann irgendwie nochmal der Arm raus oder so, das sieht dann nicht so schön aus. So, als nächstes machen wir, ich mache das Fleisch mal so parallel hierzu, brauchen wir hier diese Blöcke. Und dann machen wir das eben noch hier so hoch, zack. Zack und zack. So würde dann praktisch unser Grabstein erstmal aussehen. So, als nächstes setzt ihr den hier in Dia-Helm auf. Im Prinzip kann er eigentlich so bleiben, aber weil ich jetzt noch eine Blume hinzugebe, musste ich natürlich die Haltung ein bisschen verändern. Das müsste dann, genau, dreimal müsst ihr den dann eben die Position verändern. So, dann kommen wir noch schon zum nächsten Schritt. Dafür müsst ihr einen Block tief, also ich zumindest, weil sonst platziert der Kolben sich nicht richtig nach unten. Und ihr müsst die Slabs so platzieren, dass der Kolben 1, dass dazwischen so ein bisschen Luft ist. Dann einfach nur noch reindrücken. Ja. Und wenn ich ehrlich sein muss, im Prinzip war es das schon. Also, ganz ehrlich, wenn das mal nicht cool ist, in unter 2 Minuten sowas zu bauen, ja, da würde ich auch erst was Wetter ändern. Aber in 2 Minuten sowas Cooles hinzubekommen, einfach mit so einem Diahelm drauf, ich finde das ultra nice. Mal wieder, danke an Blendonio, er hat mir das gezeigt. Und ich fand das einfach so gut, das muss einfach in ein Video rein. Wie gesagt, ich habe jetzt nur noch die Blume da hinzugefügt. Das sieht dann eben einfach so aus, wie so eine... Ja, als würde hier halt so eine Blume liegen. Ich habe ein bisschen das... Ich wollte zuerst so versuchen, dass es so aussieht, dass hier so Blumen liegen, aber das habe ich nicht hinbekommen, weil ich einfach schlechtweg zu dumm dafür bin. Ja. Ich bin mal gespannt auf eure Ideen, wie ihr das so designen wollt und so. Da wäre ich echt mal gespannt. Ihr könnt mir auch gerne Verbesserungsvorschläge in die Kommentare schreiben, falls hier noch irgendwas fehlen sollte, sag ich mal. Aber an den groben. Ja, viel zu sagen gibt's eigentlich nicht mehr. Das war's eigentlich für das Video. War wirklich... Es war eines der kürzesten Videos bisher. Weil es einfach auch nicht viel mehr zu erklären gibt. Das war's. Leute. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao.